Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. So, wir sind wieder zurück. Und zwar in diesem Part werden wir die zweite Saison abschließen. Und zwar bei der WSR haben wir ja jetzt mittlerweile alles geschafft. Nur die allerletzte steht noch aus, die Flat Fitty Rennmeisterschaft. Drei Eventrunden, würde ich sagen, die machen wir jetzt in dem Part. Einmal in Paris, einmal in der Côte d'Azur und einmal in Barcelona. Okay, Côte d'Azur, das wird natürlich wieder verdammt schwer. Gut, würde sagen, dann nehmen wir gleich der BMW. Der war uns die letzten Parts sehr treu, sehr erfolgreich mit dem BMW unterwegs gewesen. Und es ist auch mittlerweile unser meistgefahrenes Auto, habe ich gerade gesehen. Der BMW M1 Coupé. Natürlich ist es ein geiles Auto. Und mit dem hoffen wir jetzt, dass wir die erste Saison hoffentlich erfolgreich abschließen können. Die zweite, besser gesagt, weil die erste waren wir ja nur Dritter. Und ich hoffe, dass wir jetzt in der zweiten Saison vielleicht den Goldpokal holen können. Das wäre natürlich super. So, dann schauen wir, was uns jetzt alles auf uns zukommt. Müssen nochmal drei Rennen sein. Natürlich das zweite an der Côte d'Azur, das wird ziemlich schwer werden. Da werde ich wieder sehr hart tun. Im Übrigen, ich habe kurz offline jetzt zwischen den Parts, habe ich jetzt mal das letzte Ziel erfüllt. Also bei dem Rockstar-Event da eine fehlerfreie Runde. Oder eine saubere Runde, besser gesagt. Ich habe mich einfach zurückfallen lassen am Anfang und dann haben die alle überholt und... ja... dann haben wir das trotzdem zählt, also ich bin dann das letzte ins Ziel gekommen, aber ich habe eine saubere Runde hingelegt. So, und wir legen jetzt hier los, als Zehnter dürfen wir starten. Gut, hier fahren wir schon mal schön auf den Eiffelturm zu, aber davor müssen wir leider abbiegen. Oh Gott, das könnte interessant werden. Vor allem eine Live-Route sehen wir wieder links unten schön, das heißt, die Strecke verändert sich ständig. Gut, jetzt quetschen wir uns hier einmal durch und Harrison Carter ist schon wieder auf 1, der verfolgt uns anscheinend echt das ganze Spiel. So, jetzt schauen wir, jawohl, und sind wir schon auf 3. Gut, läuft bis jetzt gar nicht so verkehrt. Jetzt kann man auch ein bisschen pushen, damit man die ersten Zug wieder hinkommen. Und jetzt kommt da links, boah, das ist eine enge Linkskurve. Aber das sind wir gut durch. Und jetzt kann man vielleicht, wenn wir jetzt gut rauskommen, ja, na, der drängt uns jetzt ein bisschen ab. Muss ein bisschen mithelfen. Boah, alles so eng. Die Zuschauer sind so nah dran. Ach du Scheiße. Aber hat funktioniert. Wir sind auf 1 mit viel Gewalt, aber egal, wir haben es geschafft. Es ist ein Viertel vom Rennen, ist erst vorbei, also das ist schon mal optimal. Gut, dann schauen wir, dass wir das jetzt den Platz halten können, weil das Sieg im ersten Rennen wäre natürlich schon wichtig. Aber es ist hier wirklich eine enge Strecke, also alles ziemlich eng zusammengebaut, die Abbegrenzungen. Wird auf jeden Fall nicht einfach, hier fehlerfrei durchzukommen. So, hinter uns, ja, ein bisschen Vorsprung haben wir schon, aber der ist leider nur minimal. So, jetzt wieder eine steile Kurve, au, bisschen weit rausgekommen. Da dreht er sich hinten auch noch weg, das Auto. Da haben wir jetzt wieder massig Zeit liegen lassen, aber egal, das müsste jetzt eigentlich... ist das jetzt ein Rundkurs oder ist das Sprintrennen? Ich glaube, das ist nur Sprintrennen, auf gut Deutsch. Oh Gott, warum? Hälfte haben wir jetzt schon, Hälfte. Also wie seht ihr das eigentlich nur an dem links unten, an dem roten Balken um die Anzeige rum. Da sehe ich, wie weit mit der Strecke das sind. Autsch, das tat weh. Unser BMW schaut vorne nicht mehr so schön aus. Natürlich nicht so schön. Oh, da kommt aber nur mit der Kurve. Okay, da müssen wir jetzt mal zurückspulen, weil sonst... wird das restliche Rennen ein bisschen kompliziert mit dem orangen Ausrufezeichen kommen rum. Jawohl. Zwar nicht so problemfrei, aber egal. Wir sind immer noch auf 1. Das sollten wir uns doch jetzt eigentlich halten können. Also so schwer ist das Rennen jetzt nicht. Das ist zwar verdammt eng. Da kommt schon wieder so enge Kurve. Du Scheiße. Jetzt leuchtet schon wieder orange. Müssen wir wieder ein bisschen zurückspulen. Ich sehe die Kurve immer so spät. Bremsen am besten mal ein bisschen früher. Ja, genau so. Oh Gott, ich schlag trotzdem an. Aber diesmal haben wir noch kein Ausrufezeichen. Das heißt, es sieht noch gut aus. Wir haben jetzt dann gleich 75% geschafft. Das heißt, wenn wir uns jetzt zusammenreißen, ach du Scheiße, dann könnte man das ja auch ziemlich gut über die Runde bringen. Ja, die anderen sind weit, weit zurück. Gut, weit, weit ist auch ein bisschen optimistisch gesagt, aber egal, wir haben nur Vorsprung. Was ist denn das für eine Kurve hier? Weite Auslaufzone zum Glück in der Kurve. Ja, immer nur gut Vorsprung. So, und jetzt hier haben wir schon drum, jawohl, Auto wieder abfangen. So, jetzt haben wir es ja dann gleich geschafft, mein Gott, im ersten Rennen, erster Platz, das wäre schon mal sehr geil, das wäre richtig geil. Und jetzt hier wieder hoch, oh, aber eine richtig coole Strecke hier in Paris, alles so in schön eng zusammenbaut. Macht auf jeden Fall richtig viel Bock zum Fahren. Das ganze Spiel macht eigentlich richtig Bock zum Let's Play, also das ist wirklich, aber diese ganzen Rennspiele, oh nein, 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 okay, da müssen wir ein bisschen zurückspulen. Sonst haben wir jetzt gleich ein Problem. Gut, der weiß jetzt, dass er Doppelkurve kommt. Einmal links, einmal rechts. Dann kommen wir auch hier rum. Na komm. Gott, wir gurken gerade hier durch die Gegend, aber egal, wir sind immer noch auf 1. Wir haben es geschafft, da ist Ziel. Hey, wir haben es geschafft. Die, keine Ahnung, das Ziel ist, habe ich jetzt total überflogen. Auf jeden Fall sind wir erster geworden. Vorsprung dürfen wir 2-3 Sekunden schon haben.
Jawohl, 4 Sekunden Vorsprung, klasse, wo es unsere Harrison Carter ist, nur Vierter. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins zweite Rennen. Zweite Rennen kommt dann die Côte d'Azur und da wird es natürlich einiges an Problemen geben. Ich hoffe, dass ich da halbwegs irgendwie durchkomme, weil Côte d'Azur und ich, das ist meist so Feinde. Ja, Côte d'Azur ist immer scheiße zum Fahren, das ist alles so eng zusammengebaut, vor allem da hängt man gleich in der Mauer drin, fliegt man so irgendwo durch die Gegend. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. So, aber jetzt haben wir das erste Rennen schon mal geschafft. Es gibt schon mal einen guten Punktevorsprung. Und dann schauen wir, was die Côte d'Azur so auf Lager hat. Wenn der Ladebildschirm nicht so lang wäre. Dankeschön. Hier haben wir sie gesehen, die WSR. Ein bisschen Werbung. Côte d'Azur, Leopold. Was? Leopold da? 5,2 Kilometer, oder? Gut, legen wir los. Ja, wir haben zumindest links unten der Karte. Das ist schon mal hilfreich. Da kann ich zumindest schon mal sehen, wann die Kurven kommen. Aber es ist ein Sprintrennen, so wie es ausschaut. Das ist schon mal schön. Oh nein, nein, nein. Harrison Carter. Wow, fast in die Mauer geschoben. Worden haben wir gerade abgefangen. Mach die mal nicht so breit hier. Oh Gott, das war die. Das sind wir, glaube ich, schon mal gefahren. Da kommt, glaube ich, so eine hässliche Kurve hier unter einer Brücke durchgehen. Und da habe ich hässliche Erfahrungen. Ja, genau. Da vorne kommt die jetzt links und dann wieder rechts raus. Da bin ich so oft im vorletzten irgendwann mal dagegen gefahren. Das war nicht mehr schön. So, wir sind Vierter. Das wäre, ja, nicht verkehrt, aber es wäre auch nicht gut. Unser BMW schaut noch heil aus. Also 40 Sekunden schon im Rennen und unser BMW sieht noch heil aus. Ist auf jeden Fall schon mal schön. So, den dritten, den könnten wir jetzt vielleicht noch kriegen. BMW ist noch mal schneller. BMW müsste noch mal schneller sein als der da vorne. Ja, wir holen nur langsam, aber sicher auf. Hinter uns hängt natürlich Harrison Carter, ne? Der holt auch auf. Und dem müssen wir jetzt dann langsam vorbeikommen. Komm, zieh, BMW, zieh! Ja, jetzt hängen wir gleich hinten dran, jetzt hängen wir gleich hinten dran. Windschatten gibt es hier, glaube ich, nicht. Wow, 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 nein, 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 nein. Aua. Egal, gerade abgefangen. Oh, jetzt ist eine böse Kurve. Wir sind immer noch Vierte, wir kommen an dem nicht so richtig ran. Wo ist schon Harrison Carter? Wo ist denn der hin? Der hat anscheinend abreißen lassen, okay. Auf jeden Fall sind wir Dritter. Dritter wäre schon mal richtig geil. Also Dritter wäre der Côte d'Azur natürlich, schwere Strecke. Wäre es auf jeden Fall ein Erfolg. Wir haben ja dann nur gut Vorsprung aufgrund vom ersten Rennen. Also soweit sollten wir dann noch nicht zurückkommen in der Gesamtwertung. Und vielleicht kriegen wir der Zweite nur, aber es schaut nicht so aus. Obwohl, das könnte knapp werden. Ne, da vorne kommt schon sehr gut immerhin Dritter. Reicht es? Uiui, nicht ausbrechen. Nein, was haben wir jetzt wieder gemacht? Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Dritter, perfekt. Nächste. Doch, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, jetzt ist doch nicht vorbei. Dritter, ja, kann ich damit leben. Kann ich auf jeden Fall damit leben. Schauen wir mal drauf. Der erste ist der Callum Kirkwood. Gesamtwertung. Wir sind nur Erste. Wir sind Erste zusammen mit dem Kirkwood. Wähler 2 Punkte dahinter. Und Carter hat nur 13 Punkte. Der ist schon mal weg. Also es geht nur um die ersten drei. Um mich. Kirkwood und Wähler, das könnte interessant werden. Das wird jetzt ein richtig spannendes Finale. Letztes Rennen war, glaube ich, in Barcelona. In Barcelona haben wir in den letzten Parts ganz gut ausgeschaut. Mal schauen, ob wir es diesmal vielleicht ausschaffen. Wäre natürlich ein Traum. Wäre natürlich ein Traum, wenn wir jetzt endlich mal Gold davon tragen können in so einem WSR-Rennen. WSR-Rennen, viele R's. Gut, hier sind wir in Barcelona. Schöne Stadt. War ich leider noch nie. Will ja auch mal hin. Kathedrale Passage. Eventrunden, 3 Runden. Okay, das ist jetzt sieht man Rundkurs. Gut, der Kirkwood und der Wähler, das sind unsere großen Konkurrenten. Jetzt im Kampf um Gold. Beim Ersten werden sind wir auf jeden Fall in der Gesamtwertung aus. Das ist klar. Beim zweiten Platz müssen wir hoffen, dass der Erste nicht der Gegner von uns ist, ein direkter. So, der Start war jetzt schon mal schwach. Wir haben fast keinen überholen können. Wir kommen auch so ziemlich schwach voran. Jetzt müssen wir ein bisschen Risiko fahren. Dass wir zumindest mal ein bisschen nach vorne kommen, weil es läuft ja ziemlich schlecht. Aber da bremsen sie jetzt endlich mal. Jawohl, die ersten haben wir schon überholt. Oh, ausgebrochen, aber egal, das geht schon noch. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie nach vorne kommen hier. Wir sind nur 9. Also das ist kein guter Start gewesen. Ah, da haben wir eine schöne Kurve. Uiuiui. Ah, leicht angeschlagen, aber wir haben nur mal einen Glück. Wir sind immerhin schon mal 8. Wir hätten vielleicht jetzt rechts fahren sollen. Aber egal, jetzt sind wir schon links. Gut, wir sind 8. Ich glaube, der rechte Weg wäre echt besser gewesen. Nein, nicht so drehen. Aua, aua. Gut, dann spulen wir mal ganz kurz zurück.
Warum haben wir denn sonst die Rewinds, wenn wir sie nicht nutzen? Oh, jawohl, den nächsten haben wir auch schon überholt. Und nochmal ein, jawohl, sechster, gut. Es geht voran, aber der erste ist ja schon meilenweit voraus. Wer ist denn das? Harrison Carter. Aber der tut uns nicht weh. Harrison Carter, wenn der erste wird, ist uns eigentlich egal. Der tut uns eigentlich nicht weh, weil der ist so weit hinten vor die Punkte. Aber jetzt sind wir schon wieder bloß Achter. Schon wieder bloß Achter. Wir müssen schauen, dass wir mindestens auf den zweiten kommen. Mindestens auf den zweiten. Oh, jetzt wird es schmerzhaft. Wir kommen nicht dran. Wir kommen einfach nicht so gut klar. Mal schauen. Jawohl, jetzt gut rauskommen. Jetzt könnten wir vielleicht wieder einen packen. Geh weg. Geh weg. Zieh, BMW, zieh. Oh, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Es bremsen die anderen. Wir versuchen außen irgendwie vorbeizukommen. Ja, gelingt halbwegs irgendwie. Sechster, wir haben schon oranges Ausrufezeichen. Ach du Scheiße. Zweite Runde, wir sind Sechster, Fünfte ist direkt nebendran, jetzt sind wir sogar Fünfter. Der BMW ein bisschen schneller ist. Nein, lass mich doch in Ruhe. Warum ziehst du jetzt rein? Komm, lass mich da irgendwie durchkommen. Ja, nein, vielleicht doch Vierter. Okay, Lorenzo Vela ist vor uns. Und wo ist der Kirkland? Keine Ahnung, wo der Kirkland ist. Oh Gott, hier massig Vorsprung. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Schaut nicht gut aus. Wenn ihr wisst, wo der Kirkland ist, haben wir jetzt einen Platten. Es hat sich schon wieder so angefühlt, als hätte ich jetzt einen Platten. Aber ich glaube, das werden wir nochmal machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen fahren. Ich weiß nicht, wo der Kirkwood oder Kirkland ist. Ja, aber der ist, glaube ich, auf 2. Das heißt, da müssen wir es nochmal machen. Gut, da breche ich am besten gleich ab. Machen wir schnell einen Neustart. Wir wollen es ja noch irgendwie halbwegs vernünftig über die Runde bringen. Aber es lief einfach am Anfang richtig scheiße. Da bin ich gar nicht... Ich komm schon wieder nicht weg. Die anderen haben wieder massig besseren Start als wir und deswegen... Oh, wir kommen einfach nicht dran am Start. Deswegen können sie die ersten schon wahrscheinlich so gut absetzen. So, aber jetzt vielleicht. Ja, jetzt läuft schon... Nein, besser. Oh Gott, ey, mit der Brechstange. Okay, spulen wir ein bisschen zurück. Wie weit geht's denn zurück? Zurück, zurück, zurück. So, wo haben wir die Brechstange auspackt? Da packen wir sie jetzt dann gleich aus. Jawohl, da kommen wir jetzt vorbei. Ja, ein bisschen Konzentration muss jetzt natürlich schon sein. Ich habe ehrlich gesagt schon das Ziel, dass ich hier Gold hole. Und vor allem, es ist ja möglich. Es ist ja möglich. Oh Gott, ey, mit der Brechstange. So, jetzt versuchen wir, dass wir da vorne dann rechts fahren, wenn sie das aufteilt. Mal schauen, ob ich den Weg gleich finde. Da kommt eine schöne Kurve. Da können wir vielleicht ein bisschen was gut machen. Ja, ein bisschen was ist gut gesagt. Nein! Da war zu viel Risiko dabei. Aber hat nur irgendwie geklappt. Fünfte. Fünfte ist schon mal nicht schlecht. Die ersten hängen und nur ziemlich eng beieinander. So, jetzt sind wir mal rechts gefahren. Mal schauen, ob der Weg besser ist. Da müsst ihr eigentlich besser vorne rauskommen. Schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, fast. Da habe ich leider die Kurve dann nicht mehr gekriegt. So, und jetzt, ja, nein, aber oh, warum ist denn da so eine Scheiße im Weg? Bremst halt ein bisschen ab, dass wir hier halbwegs durchkommen, kommt sie, jawohl. Fünfte, das ist aber immer nur zu wenig, aber wir sind auf jeden Fall schon mal besser als im ersten Anlauf, habe ich das Gefühl. Sie. Harrison Carter ist auch schon wieder mal auf 1, ist auf jeden Fall schon wieder gut für uns. Wir müssen definitiv weiter vor. Gut, wenn ich es in dem Versuch nicht packen soll, ich glaube, zwei noch einen Versuch werde ich dann nicht mehr machen. Das heißt, in dem Versuch muss es klappen. Wenn nicht, dann sind wir halt nicht erst in der Gesamtwertung. Werde ich zwar schickern, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Oh, da kommt die Mauer. Geht gerade noch so. Oh Gott, nee, muss ich zurückspulen. Da haben wir zu viele Teile verloren, weil sonst hängen wir gleich wieder mit dem orangen Ausrufezeichen dran. Ja, jetzt müssen wir schon besser rumkommen. Auf jeden Fall wieder Zeit gut macht. So. Ich weiß nicht, der andere Weg ist, glaube ich, nicht so viel schneller gewesen. Also ich fahre dann doch wieder den linken Weg. Kommt sie vorbei? Ja, innen. Später gebremst und vorbei, jawohl. So, Kirkwood ist auf 3. Das ist gut. Das ist richtig gut. Wenn wir den nur kriegen sollten, dann haben wir es doch schon fast. Dann haben wir es schon fast geschafft, aber das wird natürlich verdammt schwer werden. So, es leckt das Spiel ein bisschen, ist gut gesagt. So, und weiter geht's. Sorry. Oh, jetzt muss ich mal kurz... Nein, ich habe keinen Rewind mehr. Oh, Spiel... Okay, sorry für die kurze Ding, aber es hat geleckt. Ich glaube, ihr habt das mitgekriegt und keine Ahnung warum. Und jetzt war ich nicht mal gut drauf und jetzt hat es mich dann dreht, weil... Ja, es hat geleckt und jetzt ist scheiße gewesen.
Jetzt müssen wir das Ganze nochmal spielen. Das tut mir natürlich jetzt leid, weil wir waren jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal spielen. Oh nein, es geht schon scheiße los. Leck mich am Arsch. Mann, ey, es war so gut und da muss das Scheißspiel wieder lecken, auf irgendeinem Grund. Keine Ahnung, ich habe die Aufnahme dann ganz kurz abgebrochen, dann wieder neu gestartet und dann war es weg. Keine Ahnung, was da jetzt wieder war. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Es lief so gut, ich glaube so gut, wir müssen es nicht mehr zusammenbringen. Mein Gott. Gibt es technische Face. So, hier durch. Nein, nicht drehen, nicht drehen. Dankeschön. Oh Gott. Wir haben keinen gekriegt. Die haben noch keinen gekriegt. Das ist schon mal schlecht. So, jetzt bremsen wir da ein bisschen später an. Lehnen wir uns ein bisschen an die Gegner an. So, die war gut. Die war richtig gut. So, jetzt kommen wir vor. Jawohl. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt haben wir einiges an Speed drauf. Jetzt können wir vielleicht den 5. noch gleich kassieren und vielleicht noch mehr. Jawohl. Besser geht's nicht mehr. Besser geht's bis jetzt nicht mehr. Wir sind sogar bis auf 3 vorgekommen. Bis auf 3 vorne vor uns ist nur noch Carter und Wähler. Ja, das lief jetzt optimal. Gott, und wir sind sogar auf 1. Wir sind sogar auf 1. Mit mäßig viel Glück. Also das war wirklich Glück, dass ich irgendwie so gut durchkommen bin durch die Kurven. Aber die Gegner habe ich gut anlehnen können. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie auf 1 bleiben. Die Gegner wollen jetzt natürlich Druck machen. Aber das wird natürlich nicht einfach. Vor allem Wähler hängt uns im Nacken. Und komm! Hey, das gibt's doch nicht. Wähler drängt uns mal weg, aber wir haben zum Glück nur 4 Rewinds. Ich glaube, die werden wir nur alle brauchen. Scheiße, dass gerade im letzten Versuch die Rewinds ausgegangen sind, weil mit dem Dreher hätte ich nicht weiterfahren brauchen. So, auf jeden Fall, das ist jetzt der letzte Versuch für den Part. Dieser müssen wir es schaffen. Ja, dieser müssen wir es schaffen. Wenn das nichts wird, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. So, und jetzt schauen wir, dass wir hier gut durchkommen. Schön enge Passagen, da vorne in die spitze Kurve. Oh Gott, weit außen, aber egal, passt. Sind immer noch auf 1. Wähler hinter uns, dann Carter, dann Kirkwood. Das wird nur spannend. Das wird nur richtig spannend zum Schluss. Vorletzte Runde. Und Wähler macht Druck. Oh nein! Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es manchmal nicht, warum der dann so rausdriftet. Also dahin, wo ich nicht hin will. Oh Gott, hier hängt fast an der Leitplanke. Gut, weiter geht's. Und hier irgendwie durch. Oh Gott, ey, der hängt direkt hinter uns. Das Problem ist, wenn der vorbeizieht und wenn der dann gewinnt der komplett. Also wir müssen jetzt hier schon erst werden. Oh Gott, komm, geh weg. Geh weg. Das wird nun richtig spannend. Letzte Runde. Wir sind auf 1. Wir müssen auf 1 bleiben. Unsere direkten Gegner sind alle direkt hinter uns. Sie hängen uns im Nacken. Komm hier durch. Jawohl. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Bisschen Luft. Aber das sind vielleicht 2 Meter Luft. So, jetzt können wir wieder ein bisschen atmen. Und da vorne gibt es jetzt wieder Kurve. Und wenn wir da gut durchkommen, dann können wir uns vielleicht ein bisschen Vorsprung geiern. Ja, schaut nicht schlecht aus. Jawohl. Puh, bisschen Luft jetzt zum Atmen. Der andere fährt rechts. Die anderen fahren alle links. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung. Die Runde ist, glaube ich, fast vorbei. Vorne kommt irgendwann mal das Ziel, hoffe ich. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann sieht gut aus. Es sieht gut aus. Die 2 Kurven hast du gut genommen. Jawohl, da kommt das Ziel und dann haben wir es tatsächlich geschafft. 2. Saison ist abgeschlossen. Wir haben Gold. Wow, das war spannend. Wie weiß ich, es gab zwar viele Rewinds, viele Neustarts, aber keine Ahnung. Technische Fehler und so weiter. Aber egal, wir haben es geschafft. Vor Lorenzo Wähler 1 Sekunde. Gut, fast 2. Und hier sehen wir es nochmal. Wenn der jetzt wirklich vor uns kommen wäre, das heißt, dann hätten 8 Punkte. Hätte der dann sozusagen mehr gehabt, das heißt, er wäre dann 2 Punkte vor uns gewesen. Also es war wirklich wichtig, dass wir jetzt im letzten Rennen nur Erster geworden sind. From a seed of an idea to the fastest growing sport today, World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? Secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? We know it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. Okay, vielleicht geht's ja nächstes Mal nach Asien. So, 3. Saison steht jetzt an. Bin jetzt schon mal gespannt, wo es hingeht.
Wir waren jetzt erst in Amerika, glaube ich, jetzt waren wir in Europa. Und vielleicht geht es ja jetzt nach Asien, wie die zwei Moderatoren da so beachtlich diskutiert haben. So, 872.000 Fans, atemberaubend. Es scheint, als ob diese Saison unsere bisher beste wird. Wir haben die Chance, mit der WSR die Fans in Asien und im Nahen Osten zu erobern. Die ersten beiden Rennserien finden in Japan und den Emiraten statt. Triff deine Wahl und los geht's. Schöner BMW. Gut, neue Garage, oder? Ziehen wir anscheinend um, keine Ahnung. Lass uns mal überraschen, was jetzt passiert. Aber auf jeden Fall einen schönen Black Screen jetzt. Okay, wir dürfen ein Auto raussuchen. Mazda RX 7 Type RZ oder der Nissan. Nissan oder Mazda. Würde fast sagen, Nissan. Nehmen wir den Nissan, die anderen können wir ja sowieso irgendwann mal freischalten mit einem Promo-Event. So, und wir dürfen nochmal einen Sponsor draufkleben. Gut, wen haben wir jetzt alles? Und das Spiel leckt heute rum, keine Ahnung, was das Spiel los ist. Lifestyle, Dragon, Racer, natürlich Racer. Weiter, also du bist auch von Racer, gut, los geht's. Wenn wir die WSR zu einem weltweiten Erfolg machen möchten, müssen wir den asiatischen Markt erobern. Wenn uns das gelingt, wird dies die bisher größte WSR-Saison. Okay, also das schaut richtig groß aus. Cobloon Dragons, die nicht erhältlich, sonst haben wir nichts. Das haben wir jetzt bei Testfahrten. Okay, immer nur das gleiche, egal. Auf jeden Fall geht es dann mit dem hier los. In Hongkong, also wir sind jetzt doch in Asien. Wir sind in Asien. Gut, aber ich würde sagen, ich beende jetzt Part erstmal. Der Part ist wieder lang genug. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Part geht es dann weiter in Asien. Ciao.